Wir machen heute den zweiten Teil unserer Radtour an der Glan entlang. Wir befinden uns wieder in Glanbrücken und fahren heute Richtung Hütschenhausen. Kommt mit, seht euch den zweiten Teil an. Im nächsten Ort, wo wir jetzt angekommen sind, in St. Julian, haben wir eine Ölmühle entdeckt. Die gibt es schon seit 1730, arbeitet die. Und zwar wurde Öl gewonnen aus Raps, Mohn und Leinsamen. Heute ist es nur noch eine Museumsmühle und nach vorherigen Vereinbarungen können sich Gruppen hier einen Termin machen und die Mühle besichtigen. Heute haben wir das Endziel unserer Fahrradtour erreicht. Wir sind hier in der Nähe von Hütschenhausen und da fließt die Glan noch sehr beschaulich vor sich hin. Ja, und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Thank you.
Ja, unsere Fahrradtour neigt sich so langsam dem Ende. Ich freue mich, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Was mir gut gefallen hat an der Tour, war einfach die Landschaft, die Wiesen mit den Sommerblumen, aber auch der Duft von Pfingstrosen und Heckenrosen, der uns immer wieder am Wegrand begleitete, die alten Bauernhäuser und die Mühlenanwesen. Alles in allem war es also echt richtig schön und toll. Auch das Wetter hat gut mitgespielt. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.